Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M-Motherfucking-3D. Wir könnten jetzt hier in die Höhlen gehen anscheinend. Wer hier eintritt, der lass alle Hoffnung fahren. Das würde ich gerne. In die Höhle will ich rein. Ich erhoffe mir eine richtig geile Waffe. Oh. Ich will das Schild haben, Mann. Kann ich aber nicht aufheben. Rotes Fleisch. Aha, aha. Hopphöhlen. Ja, ich vermute auch, dass wir ein bisschen zu schwach sind für diese Höhle. Aber wenn man vorsichtig ist und mal vorher speichert, dann könnte das vielleicht was werden, oder Freunde? Probieren geht über Studieren, muss man ja auch mal dazu sagen. Brutzeln den jetzt auf einmal erstmal, bis wir näher kommen. Alter, viel zu viele Leute. Aber wir machen gut Schaden eigentlich. Wartet, wartet. Ich wollte den Zauber gerade aktivieren, aber hat man lieber abgebrochen. Denn das ist gefährlich gewesen. Hier sind ja nicht wenige leider. Ja, aber okay, so gefährlich ist es jetzt auch nicht hier. Die Höhle ist bestimmt groß. Ja, ich glaube auch eher, dass wir die Magier so wegputzen sollten, als jetzt diese normalen. Das wäre ja... Komm, wir probieren es nochmal. Wow, jawoll. So funktioniert dieser abgefuckte Zauber. Geile Scheiße. Oh, du lebst ja noch. Boah, wie das gerade abging, Alter. Abgefuckte Scheiße, geil. Hier könnte man rein, da will ich noch nicht rein. Hilfe. So, gehen wir mal wieder ein bisschen in den Nahkampf. Aua. Ja, hoffentlich haben wir noch ein paar Mana-Tränke. Ich weiß es leider überhaupt nicht. Oh, irgendeinen Fisch habe ich gerade aufgehoben. So, um jeden ein bisschen kümmern. Dann klappt das schon hier auch mit dem nicht getroffen werden. Ah, oh, alle tot. Gut. Schön. Tjuff. Wer weiß, wie groß diese Höhle überhaupt ist. Boah. Man voll in den Schaden reingeschmissen. Das ist natürlich ein bisschen heftig jetzt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nee, nur Essen, leider. Nur Essen, nur Essen. Oh, fuck. Ja, Kampfmultiplikator höher bekommen. Das ist ja auch mein einziges Problem, was ich hier gerade habe. Spacken, Alter. Komm her, komm her. Boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sieht aber gut aus, sieht aber gut aus. Ja. Wenn ich mich mal weggerollt hätte, wäre das noch ein bisschen besser. Hier so. Na, okay, das war nichts. Halt die Schnauze, du scheiß Magier, Mann. Nein! Die Anzahl der Wiederbelebungsfähigkeiten, die ihr besitzt, wird in dem Herz links oben am Bildschirm angezeigt. Ach so. Das ist ja cool. Deswegen hatte ich die Attacke von vorhin überlebt. Ich bin gestorben eigentlich. Alles klar, wieder was. Aua, wieder was gelernt. Gut. Den Trank habe ich auch nochmal genommen. Hier ist ein Altar. Hier kann ich irgendwie auf irgendjemanden eintreten. Nicht schlecht. Hier sind Pilze, die ich nicht sammeln kann. Okay. Eine Bärenfalle. Die nicht ausgelöst wird, wenn man drüber tritt. Wieder was gelernt. Und wo geht's hier lang? Alter, alter, alter. Mondheller-Tunnel. Mhm. Komische Umgebung auf jeden Fall. Sieht schon sehr fragwürdig aus. Hier war jetzt irgendwie gar nichts. Gut. Gehen wir mal da rein. Fokuskammer. Fokuskammer klingt ein bisschen gefährlich in meinen Augen. Aber ich sehe jetzt noch nicht wirklich eine Gefahr. Tasten wir uns mal ran. Oder voran. So rum. Was ist das für eine Kugel?
Hier liegt aber auch gar nichts, Mann. Das ist ja doof. Hier sind Pilze, mit denen ich nichts anfangen kann. Hier ist nichts. Ja, hier ist gar nichts. Okay, hier ist einfach gar nichts. Hier ist ein Kreis. Komischer Shit, Alter. Hier ist einfach so eine Höhle. Ach so, man könnte hier angeln. Einfach mal drinnen angeln, gucken, ob man was kriegt. Wir probieren es einfach mal. Warum nicht, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass man auch im normalen Gewässer einfach mal so ein bisschen angeln kann. Das ist ja interessant. Ihr habt etwas gefangen. Irgendeinen gammeligen Fisch bestimmt. Fisch. Ja, einfach ein normaler Fisch. Gut, okay. Ist nicht ganz das, was ich erhofft habe, aber es ist etwas. Gehen wir mal weiter. Oder man muss hier rein für eine Quest später. Das könnte natürlich auch sein. Aber wobei, dann wäre es nicht so abgeriegelt, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Wir mussten ja erstmal die Gebüsche kaputt machen, dass wir überhaupt da reinkamen. Was? Die leben wieder? Ach nee, komm, Alter. Dann gehe ich aus dieser Höhle raus, vergiss es. Das riskiere ich nicht. Wenn... Ja, die leben auch wieder komplett. Nee, das ist für'n Arsch. Das ist zu gefährlich. Raus da, komm. Renn durch, renn durch, renn durch, renn durch. Gut, einfach wieder raus. Einfach wieder raus, als sei nichts gewesen. Perfekt. Macht noch keinen Sinn hier drinnen. Hier macht's auch noch keinen Sinn, lass mich in Ruhe. Bevor euer Kampfmultiplikator nicht höher ist, gehe ich nicht auf. Aha, okay. Dann versuchen wir mal den Kampfmultiplikator in die Höhe zu treiben, Obala. Dafür müssten wir erstmal diese Magier hier töten, ist klar. Denn die verhindern ja ganz gerne mal unseren Kampfmultiplikator, wie ihr hier wieder seht. Scheiße. Scheiß Magier, Alter. Nee, wir haben keine Tränke mehr, wir haben nur noch Essen. Das ist doof. Wie viel brauche ich denn? Ach, leck mich am Arsch. Hier müsste ich hin. Ah. Darkwood-Eingang. Dann gehen wir mal da rein. Spiel wird gespeichert. Das heißt, jetzt kommt ein Video, vermute ich mal, oder? Oder ich hoffe's. Abo sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, wir müssen in diesem Höllenloch sterben. Wir müssen zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind direkt hinter euch. Je eher wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser. Da drin lauern unnatürliche Dinge. Im Darkwood findet ihr Skorms Kapelle. Erfreut die Götter und sie lassen das Böse in eure... Ich komme! Ihr könnt eine Gruppe von Anhängern mit den Ausdrucksmitteln folgen und warten. Bei bedachten Einsatz könnt ihr so vielleicht Schaden von den Händlern abwenden. Achtet genau auf ihre Gesundheit. Ja, eigentlich können die folgen, oder? Folgen ja, glaube ich, schon. Ich vermute jetzt mal hier nichts Gefährliches, oder noch nicht zumindest. Warte, wir müssen ein bisschen langsamer sein, dass die auch hinterherkommen. Diesmal will ich nicht wieder verlieren. Diese Spacken da. Ah, Hilfe! Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen! Er darf uns nicht folgen! Er ist infiziert! Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen! Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich bezahle gut und mache keinen Ärger. Werdet den Händler euch folgen lassen? Nein. Jemand. Sonst überstehe ich diesen Tag nicht. Geht voran. Ah, das war eine böse Tat. Sehr schön. Ja gut, wenn wir denen geholfen hätten. Ich wette, wir begegnen dem auf jeden Fall nochmal. Also... So leicht war das, ist es jetzt auch nicht, denke ich mal. Der kommt schon noch wieder. Macht euch mal drauf gefasst. Aber dann bestimmt in verwandelter Form. Wiederbelebungsfiole. Sehr schön. Obwohl eigentlich nicht. Das heißt, hier ist gefährlich und habe alle meine Tränke verbrettert. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Und warum? Weil wir gut sind.
oder der Händler stirbt einfach. Da. Seid gewahr, Reisender, wenn ihr möchtet. Prüfen meine steht ihre Herausforderung. Nein, die Herausforderung wollen wir noch nicht annehmen. Oha. Ein Werwolf oder was soll das sein? Wo sind der? Da ist er. Komm her. Direkt hinter. Boah, verarsch mich. Schön in der Nähe der Leute bleiben. Damit denen auch bloß nichts passiert. Oh, komm. Da. Will er mich eigentlich verarschen? Bleib da, da. Geht los. Boah, Alter. Wo bist du? Jawohl. Hau ihn aus, Maul. Hau ihn aus, Maul. Hau ihn aus, Maul. Gleich ist er tot. Oder glaube ich zumindest. Um von Belverine gefressen zu werden. Oh je. Töte den doch mal. Hier, so ein Kill, komm. Oh, nett auf den Eintreten. Alter, was war das für ein Vieh, Mann? Der hat voll viel ausgehalten. Krasse Scheiße. Okay, vielleicht wird es ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hätte. Aber so soll es ja auch sein. Es soll ja auch ein bisschen Herausforderung bleiben, ne? Von daher. Ich muss das Wiedersehen mit Frau und Kindern. Ich schätze mich glücklich, wenn ich das hier lebend überstehe. Ich schätze mich glücklich, wenn ich das lebend überstehe. Was haben wir hier? Gargat. Geht voran. Tschuh. Bin ich ja böse abgegangen gerade, ha? Geil sah das aus. Hier ist gar nichts, aber hier müsste... Er ist tot. Irgendwo wieder ein Werwolf sein, hier liegt immerhin eine Leiche. Ich hoffe, nach alledem warten gute Geschäfte in Grabhügelfeld. So, Darkwoodsee. Wir kommen voran, habe ich das Gefühl. Boah, ist hier viel Wasser. Ganz sicher. Das Händlerlager liegt hinter dem nächsten Tor. Dort können wir uns heilen lassen. Boah, Hilfe. Nein, 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 nein. Nicht die angreifen. Schön auf mich drauf gehen. Schön auf mich drauf gehen, du scheiß Idiot. Gut. Schon besser. Oh, ich krieg Applaus. Ah, danke, danke, danke. So. Was haben wir hier? Ein paar Schätze. Das ist geil. Ein Trank. Darüber würde ich mich mal wieder freuen, oder? Was haltet ihr von der guten Idee, einen schönen Trank zu haben? Müssen wir mal im nächsten Laden kaufen. Oh, Lederstiefel. Wenn ihr das für übel haltet. Inventar. Halt die Schnauze. Kleidung. Füße. Plus 8. Attraktivität minus 5. Macht nichts. Ziehen wir an. Sehen zwar scheiße aus jetzt, aber ist okay. Ist okay. Hauptsache, wir haben ein bisschen mehr Schutz. Denn das scheint hier ein bisschen nötig zu sein in diesem gammeligen Kaff hier. Oh, was gibt's hier noch so? Nix, nix, nix. Nein, nein, nein. Wo? Oh, da unten. Ach, halt's Maul. So. Oh, bleib hier, mein Freund. Lass ihn in Ruhe. Lass die mal schön in Ruhe, Alter. Da kommt noch einer und noch einer. Nein, 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 nein. Alter, Hilfe. Ich brauche hier etwas Hilfe. Die gehen aber auch genau auf die Händler drauf. Das ist ja abartig. Ich folge dicht auf. So. Scheiß Dreck, Mann. Wenn hier noch viele Gegner kommen, dann sterben die uns weg. So viel steht schon mal fest. So. Aber hier ist noch eine Kiste. Weit ist es ja auch nicht mehr, vermute ich mal. Und hier gibt's echt viele Schätze zusammen. Das gefällt mir richtig gut, auf jeden Fall. 250 Gold. Yeah, Baby. Bleib von dem weg. Geht los. So, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön, Freunde. Sehr schön. Was ist da? Da ist irgendein großes Tor. Da wollen wir gar nicht lang, weil da müssen wir auch gar nicht lang.
Wir müssen in erster Linie mal die Augen offen halten. Oh, 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 oh. Fuck you. Komm, komm, komm. Yeah, Baby, gib's mir. Woo! Ihr verdammten Bastarde. Seht mal, einer dieser seltsamen Steine. Der im Greedwood ist nicht minder seltsam. Das war richtig geil gerade. Das war richtig, richtig geil. Oh, was ist hier? Irgendeine Rüstung anscheinend, ja? Die hätte ich gerne, aber die kriege ich wohl nicht. Aber den Zauber, den haben wir gerade gut aktiviert, Freunde. In dem Loch ganz oben scheint etwas zu stecken. Ich weiß ja nicht, wie kriege ich das? Aber ich werde jetzt ein Ladengeschäft aufmachen. Mach das. Ein reisender Händler ist eh mal schlecht dabei. Und da das Gute ist, die gehen ja direkt auf die Händler drauf. Da kann ich nämlich diese Attacke starten und dann... Wir haben das erste Lager erreicht. Wir sind hier richtig. Wir können hier wie das erste. Hier weiterzuziehen. Je länger wir hier bleiben, desto besser, was mich angeht. Stahlaxt. Die will ich mir angucken. Inventar, Waffe, Nahkampf. 38 Schaden macht die. Auf jeden Fall führen wir die. Alter, nice. Hallo, so, alter servus. Möchten Sie vielleicht handeln? Ja, probieren wir es doch mal. Verkaufen Kleidung, Waffen. Der kauft unsere alten Waffen. Nahkampf. Eisenkatana. Ah, verkaufen wir die einfach. Hier, zack, weg. Die Stahlaxt, die brauchen wir logischerweise. Was mit dem? Der will auch nur handeln. Ich sollte eigentlich mal gucken, denn eventuell kann man eigentlich gute Sachen kaufen, ne? Das wäre ja auch mal eine Idee. Eine Wiederbelebungsfiole. Oh, Blackjack! Weiter, wetten! Was wetten wir? Wetten wir mal 20, komm. Blackjack! Verdoppeln und kaufen! Naja, nein. Na, noch eine Karte kaufen. Fuck. Ach, macht nichts. Wie wär's so. Wie viel wollt ihr wetten? Jetzt wetten wir mal gute 50 wieder, oder? Und jetzt, ah, 55, komm. Jetzt gewinnen wir aber. 4. Naja. 12. Diese Reise scheint gar kein gewonnen. Wir sind ihr habt gewonnen. Wie wär's mit noch einem? Dankeschön. Wie viel wollt ihr wetten? Ja, ja. Jetzt wetten wir mal 100. 100. Mal ein bisschen Money hier verprassen. Muss auch mal sein. Blackjack ist ein geiles Spiel, das mag ich. So. 16. 16, 16. Mmh, 16, 16, was machen wir da? Komm, kauf noch eine. 18, 18, 18. Denkt nur an den Profit, den wir am Ende machen. Na, ja, der hat 16. Jawohl! Ihr habt Freunde, bös abgestaubt. Noch einem, vielleicht kommt ihr nein, das reicht, danke. So. Das sind denen ihre Kisten, die können wir nicht einfach kaputt machen. Ja, ja, halt die Schnauze. Ich will einfach mal sagen, in der nächsten Folge eskortieren wir die Idioten weiter. Tschüss.